So, herzlich willkommen zu, ich denke mal, einer neuen Folge City Skylines. Wir haben, ich glaube, das ist alles in Footage, was nichts geworden ist. Hier aus unserem, zu unserer Berufsschule haben wir jetzt auch ein sozialwissenschaftliches Institut gebaut. Und ja, damit hätten wir, glaube ich, unsere Universitätsverfügbarkeit wieder so hoch, wie wir sie brauchen für diese Stadt, für eine Stadt dieser Größe. Was uns jedoch auffällt, ist hier, dass hier in der Mitte und in diesem Gebiet gibt es ein paar Engpässe in Bestattungswesen, obwohl unsere Kapazität genug ist. Aber wahrscheinlich ist das ein Verkehrsproblem. Und hier oben in Brarup lässt der Wasserdruck nach. Das heißt, wir müssten hier vielleicht mal einen Wasserturm bauen. Nicht zu nah dran an den Leuten. Bauen wir mal hier an die Stromlinien. Das ist eine gute Idee. Und damit sollten wir dann wieder. Ja, wunderbar. Da ist unser Wasser dann wieder in Ordnung. Dann gucken wir mal, wo die Toten waren. Was sind die schon alle wieder abtransportiert worden? Das ist doch schön. Okay. Das gefällt mir. Hier unten ist noch einer. Jetzt sollten wir hier noch einen Friedhof hinbauen. So. Und hier könnten wir langsam mal, war das hier, das war das, genau. Das waren die nachhaltigen Häuser, aber was ist noch nachhaltiger als nachhaltige Häuser? Häuser, wo mehr Leute auf weniger Fläche wohnen. Das heißt dann nämlich, dass mehr Fläche frei bleiben kann für Naturwiesen, Moore und so weiter. Und darum sind die Bürger hier natürlich super zufrieden, wenn wir ihnen die Häuser abreißen, um große nachhaltige, begrünte Wohnsilos hier hinzubauen. Was jetzt hier dran so nachhaltig ist, weiß ich nicht. Leute sind unzufrieden. Warum sind die Leute unzufrieden? Ist Holz an der Wand. Das ist wahrscheinlich schon nachhaltig. Entschuldigung. Aber sie ziehen langsam ein, auch wenn auch ein bisschen widerspenstig. Nur ist die Frage, sollte man hier vielleicht auch dicht besiedeltes Wohngebiet hin tun und vielleicht die Straße hier upgraden zu einer Allee? Das könnte man auch machen. Weil wir haben immer noch ein wenig. Fangen wir mal hier mit an, mit der ersten Hälfte von Ahrensdorf hier. Sorry, ihr müsst alle ausziehen. Zack. Was, was? Das Haus bleibt hier. Der möchte nicht verkaufen. So. Und schon haben wir unser Bedarf an Wohngebieten gedeckt, alleine dadurch, dass jetzt hier ein paar von den großen Gebäuden gebaut wurden. Dann brauchen wir, ach, was ist hier schon wieder so viele Leichen hier? Warum werden die nicht abtransportiert? Keine Ahnung. Und warum sind hier immer noch mitten in der Innenstadt Feldstraßen? Hier bauen wir mal Promenaden hin. Das können wir nicht. Passt nicht. Nicht genug Platz. Es ist sehr lästig.
Okay, dann eben so. So, das sieht doch jetzt einigermaßen aus. Wir könnten hier noch einen Friedhof hinbauen oder ein Krematorium oder sowas mitten im Wald. So ein Waldkrematorium. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Aber wir machen das einfach mal. Und zwar hier. Zack. Und eine Sauna daneben. Haben wir ein Schwimmbad für die Sauna? Wir bräuchten ein Schwimmbad. Gibt es hier Schwimmbäder? Nein. Okay, dann bei den Parks vielleicht. Schwimmbad, Schwimmbad, Schwimmbad. Hier nicht. Nein, hier vielleicht. Tennisplatz, was ist das? Ballonflüge. Wow, das bauen wir mal hier hin. So, da ist auch nichts hier. Auch kein Pool, aber ein Skatepark könnten wir da hinbauen. Okay, basteln wir hier einfach noch mal Gewerbegebiet hin. Diese Gegend ist, hat, da ist sowieso der Wurm drin irgendwo. Da bauen wir erstmal ein schickes Krematorium, so eins hier. Und zwar so, dass wir den Weg, der daneben vorbeiführt, nicht belästigen. Und ja. So, hoffen wir mal, dass das. Warum haben wir hier? Ah, hier haben wir was. Ah, hier haben wir Wassertürme hingestellt, die gar keinen Strom haben. Dann kein Wunder. So, alle angeschlossen, aber kein Strom. Immer noch nicht genügend Wasser. Müssen wir hier nochmal einen großen dazwischen stellen. Oder zwei. Was können wir hier hinbauen? Was passt hier noch hin? Parks, Wasserturmparks vielleicht. Ein Wasserturmpark. Das klingt eigentlich gar nicht nach einer schlechten Idee. Stadtpark. Normalen Stadtpark. Das ist eine gute Idee. Hier hin. Und dann müssen wir Parkgebiet ausweisen. Jetzt machen wir mal einen langen Park draus. Warte mal. Okay. Der Park grenzt ans. An drei Stellen hier ans College Geisteswissenschaften Universitoriumsgelände. Zack. So, und dann können wir hier. Eben
müssen auch eine Straße reinmachen. Was? Quatsch. Shit. Also hier auf dieser Ecke kann man schlecht irgendwas machen. Welche Kirche haben wir denn noch nicht? Haben wir eine Kirche, die wir noch nicht gebaut haben hier? Kino? Nee. Okay. So. Das hier schon Parkinformationen. Den Rest können wir hier nicht reinbauen, weil dazu brauchen wir Wasser. Hier können wir noch überall Bäume hinstellen oder halt noch irgendwas Parkiges. Oder ein paar Parkplätze. Was ist das hier? Huge Buddha Park. Okay. Hier ist ein Biergarten, zack. Größerer Biergarten. Und so ein Hundefreilauf da. Mal gucken. Das Parkgebiet. Attraktivität 600, okay. Bauen wir hier mal noch ein paar Bäume rein, aber die richtigen. So. Siehst du mal. Das sieht doch alles viel besser aus als vorher. Nicht so viele Toten. Und das Gebiet sieht relativ gut besucht aus. Das ist doch schon mal schick. Okay, die Boberheide Berufsschule kann jetzt langsam mal. Es fehlen immer noch Studenten hier. Ah, okay. Zählen Studenten für die Berufsschule. Das heißt, sie bauen noch ein paar Dörme. So.
was haben wir hier? Nicht genügend Arbeiter, also brauchen wir wieder Wohngebiete. Das heißt, wir können hier in Arnsdorf weitermachen, damit die Wohngebiete zu upgraden, zu upgraden. Richtlinien, mal gucken. Aber Uniarzt und Gastdozenten auch an. Machen wir mal ein bisschen mehr Lehrpersonal. Geringer Boden. Ich glaube, hier müssen wir auch ein paar Bäume reinbauen. Das Ganze ein bisschen besser aussieht, aber die scheinen hier ganz gut zu wohnen eigentlich. Mal gucken, wo der hin will hier. Finn Singer. Okay, der wohnt hier. Okay. Mal langsam machen, damit ich einen von denen einfangen kann hier. Zack. Hans Schüler. Gehen alle nach Hause hier, okay. So, wie sieht denn das jetzt hier aus mit der Verschmutzung? An sich nicht mehr so schlimm, oder? Nee, Wasserverschmutzung ist weg. Das heißt, wir könnten jetzt anfangen mit der Fischerei. Wollen wir hier mal Aquakultur? Und eine Fischfabrik hierhin. Und achso, das war ein Lagerhaus. Naja, was soll's. Und dann müssen wir das natürlich noch an das Straßennetz anschließen. Okay.
Und natürlich auch ans Stromnetz. Und natürlich auch ans Wassernetz. Ich meine, die sind zwar direkt am Fluss, aber was soll's. Warum ist der Strom, warum funktioniert der noch nicht? Müsste eigentlich. Nee. Strom hört ein paar Meter auf, bevor er sollte. So, das ist alles Aquakultur. Das heißt, da wird der Bestandsfisch nicht beeinträchtigt. Nicht genügend Fisch, ja, das wird ja wohl noch reinkommen dann. Und wir brauchen scheinbar hier auch eine Polizei. Da oben ist eine, aber das reicht nicht. Ah, doch, es reicht, okay. Aber ein Friedhof oder sowas brauchen wir hier noch. Okay. Warum ist der nicht am Stromnetz? Der ist doch da eindeutig drin, oder nicht? So. Gucken, haben wir Verkehrsprobleme? Wir haben, wow, diese Straßen hier sind super überfordert. Die beiden Eingangs- und Ausgangsalleen auch. Das hier sieht gar nicht gut aus. Also, das heißt, ja, wir haben Verkehrsprobleme. Das irgendwas verbessert, ich glaube nicht. Okay. Ah, siehst du, die Berufsschule ist aufgelevelt, sehr gut. Wir brauchen 800 Studenten. Alles andere ist attraktiv genug zum weiteren Aufleveln. Aber wir haben neue Gebäude. Wir haben jetzt die Sp Sporthalle, haben wir nicht schon eine? Wir haben schon eine. Den Platz und das. Okay, dann war die schon mal auf 2, ist dann aber wieder runtergelevelt scheinbar. Aber naja, jetzt haben wir das. Sehr gut. Heiko hat die Lederjacke für 30 Euro gekriegt. Okay, kleinen Moment. So, weiter geht's. Was ist das hier?
Nicht genügend Rohstoffe. Okay. Brauchen noch Rohstoffe. Hier, Kriminalität im Holzlager. Nicht genügend Käufer für Produkte. Okay. Würde ich sagen, bauen wir hier noch eine Fabrik hin, ne? Eine Bäckerei zum Beispiel. Kleidungsfabrik. Das Ding ist super groß, die Kleidungsfabrik. Müssen wir vielleicht eine Querstraße bauen? Und dann die hier rum vielleicht. So, jetzt können die auch wieder zu Fuß laufen. Wir brauchen Tierprodukte, Plastik. Oh, wo kriegen wir Plastik her? Wo kriegen wir Plastik her? Gibt es hier irgendwo Öl? Da gibt es Öl. So. Dann brauchen wir aber schon wieder einen neuen Expressweg, der explizit nur hierhin führt, damit wir nicht den gesamten Stadtverkehr. Ich glaube, wir müssen das hier über kurz oder lang ausweiten. Okay. Gibt's ein... Nehmen wir die hier. Aber warte, wir haben wir bestimmt auch. Warum geht das nicht? Die ist zu breit. Okay, wie wär's mit dieser hier? Die geht. Okay. Tut mir leid, dass wir hier... Ach, das ist jetzt eine Einbahnstraße. Das müssen wir ändern. Daraus einen Tunnel zu machen, ist relativ absurd, aber so haben wir den ganzen Lieferverkehr vom Industriegebiet aus dem Weg. So, goodie. Und natürlich bauen wir denn dann gleich hier zu der Fabrik auch. So, so dass es
Plastik dann gleich hier wapp angeliefert werden kann. Dann brauchen wir hier natürlich jetzt mal wieder alles an. Eine Straße, die einmal rumführt. Und dann haben wir hier unser Industriegebiet für das Erdöl. Und da können wir dann hoffentlich Plastik machen und dann kann unsere Kleidungsfabrik die Rohstoffe aus unserem Agrargebiet in Waren verwandeln. Halbmondindustrien, okay. Gut. Können wir mal hier an Rand hinbauen. Zack. Und dann brauchen wir Ölförderzeugs. Und natürlich wieder ganz normal, wie immer, Wasser und Strom. Ich finde ja, das sollte einfach mit den Straßen zusammen verlegt werden. Welchen Nutzen bringt es, dass wir das jedes Mal malen müssen? Aber so sind die Spielregeln. Man merkt, ich habe langsam keine Lust mehr, hier die Wasserleitung zu verlegen. Es ist alles ein bisschen krumm und schief. So, und hier bauen wir jetzt unsere Förderanlagen hin. Und was haben wir sonst noch? Ölschlamm. Anlagen verarbeiten Öl zu Petroleum, okay. Kleines Rohöllager. Das war es erstmal. Oder haben wir hier eine Plastikfabrik noch? Keine Plastikfabrik. Okay, dann müsst ihr erstmal in Gang kommen hier. Was wir auch machen können, ist hier dann weiter Wohngebiet ausbauen. Und hier hätten wir zum Beispiel die Reihe mit dem dicht besiedelten Wohngebiet. Ach, was ist das denn hier? Okay.
Das ist dann für die Arbeiter in der Erdölindustrie. Die bekommen dann hier so ein paar Wege. Und die zu Fuß zur Arbeit. Kraftwerk hin. Das brauchen wir eh langsam wieder. Zack, so. Okay, dann würde ich sagen, ist das auch wieder alles für diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Like das Video, subscribe, schreibt mir Kommentare, falls ihr wollt. Und bis dann. Ciao.